Willkommen zurück zu einer weiteren in den Wahnsinn treibenden Folge Cyberpunk 2077. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz wahnsinnig mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte abartig wahnsinnige Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel für die PC-Keys läuft, Freunde. Dafür einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Geht ganz schnell und schon seid ihr mit am Start. So, ich hole mir mal ganz schnell hier ein Bike und baller mir irgendwie nebenbei noch irgendwas rein. Man kennt's, warum auch nicht. So, wir steigen mal auf. Und sippen los. Ja, wir haben jetzt hier den letzten Kampf. In der letzten Folge haben wir das Muskelweib zerlegt. Und hier schweben zwei Männer in der Luft. Was weiß ich? Oh, hier drüben ist ein bisschen Terror. Hier braucht irgendjemand Hilfe. Gut, das mache ich ganz schnell. Ich werde ganz kurz, ganz schnell helfen. Was ist hier los? Ich helfe mit bloßen Fäusten, obwohl... nicht so gut. Nicht so gut, mit bloßen Fäusten das zu machen. Skippy! Dehne deinem Meister! Ja, und jetzt haben wir hier noch einen finalen Fight und die Leute haben gesagt, das soll übel sein. Das soll richtig, richtig übel sein. Ich bin also sehr gespannt, was uns erwartet. Boah, wie hier die Muni weggeht. Das ist schön, mein kleiner Freund. Nur meine andere Knarre. Ey, mir geht echt die Muni aus. Ich brauche Munition. Ich brauche unbedingt sehr bald sehr viel Muni. Oder ich muss halt mal wieder einen anderen Typus Waffe verwenden. Da du. Da, dann Loch in der Brust. So schnell geht das. Ihr wolltet es so. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ihr hattet unbedingt Bock zu kämpfen. Also habe ich mir gedacht, let's go. Was haben wir hier? Sachen zum Verkaufen. Oh, wir haben schon ewig nichts mehr verkauft. Ah, wieso eigentlich nicht? So, was macht die hier? Müll, Müll, Müll. Bitteschön. Guck mal, hier habe ich auch noch was. Obwohl ich bin sehr, sehr reich. Ich bin wirklich sehr, sehr reich. Also Geldprobleme haben wir erstmal keine mehr. Das Leben ist sehr schön, wenn man so reich ist. Naja. Naja. Die Beute war jetzt auch nicht so spritzig, ne? Also da kann man sich doch wirklich mehr erhoffen. Aber hier, nimm. Nimm und gib mir noch ein bisschen Kleingeld. Aber die Jungs waren jetzt halt auch nicht wirklich krass. Waren jetzt auch nicht die krassesten, derbsten Boys. Gut, der letzte Kampf ist nicht weit bis dorthin. 900 Meter, schon sind wir dort. Und es soll richtig, richtig rund gehen. Ich bin gespannt. Meine Bedrohung ist auch sehr, sehr hoch. Man kann davon ausgehen, dass es mies wird. Aber mies ist mein zweiter Name. Okay, wo müssen wir hin? Da hinten ins Stadion? Wow, 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 hey. Easy, Kollege, easy. Gott sei Dank bin ich hier mit dem Bike unterwegs, denn so kommen wir gut hier durch. So flitzen wir ganz gut hier durch. Alles klar, Brzezinski. Hier warten für den letzten Fight. Och nein, habe ich wieder diesen Zoom-Bug. Und jetzt visiere ich auch... Okay, warte mal, wie komme ich hier nochmal raus aus dem Bug? Okay, jetzt bin ich raus. Wann bringen die endlich einen weiteren Patch? Naja, okay, wir hatten Weihnachten und Feiertage und so, klar. Alena la Bogosala, Yaptano. Alright. Die Voodoo Boys. In der Voodoo Mall. Wer ist der letzte Brocken, den wir bezwingen müssen? Da, 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 da.
Salve, Caesar. Kannst du nicht eine Wiege zusammenbauen oder so? Stichtag ist morgen. Hab noch Zeit. Ratatatatata. Und? Was jetzt? Was jetzt, fragt er. Der Titelkampf. Du trittst gegen Razor Hughes an. Schon von ihm gehört, oder? Nope. Nein. Macht der Werbung für Rasierschaum? Unheimlich komisch. Er ist der dreimalige Schwergewichtschampion. Hätte nie gedacht, ihn hier zu sehen. Ich meine, er ist ein Starathlet mit Elite-Konzernsponsoren. Aber dann meinte sein Manager, es wäre gute PR für ihn. Razor soll zurück zu seinen Anfängen. Zeigen, dass er immer noch der Alte ist. Habe ich überhaupt eine Chance? Gute Frage. Du bist gut, Bill. Sehr gut. Aber dieser Typ ist eine Maschine. Carbonfasern, Titanknochen, Hydraulikgelenke. Optimiert von den besten Biotechnikern in Night City. Weiß nicht. Vielleicht hat Victor ein paar Tipps und Tricks. Vic ist hier? Was denn? Denkst du, er würde sich sowas entgehen lassen? Aber ganz ehrlich, sieht schlecht für dich aus. Und vielleicht ist das besser so. Verstehst du? Wenn Razor eh gewinnt, dann kannst du genauso gut was daran verdienen, oder? Kein Interesse. Hey, warte! Du weißt doch noch gar nicht, worum es geht. Kannst mir denken. Ich kämpfe, um zu gewinnen. Schluss, aus. Okay, okay. Dann halt nicht. Nein, ich kämpfe, um zu gewinnen, Boy. Sprich mit dem Coach. Also dann, seid ihr bereit für den... Nein, 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 ich will zu Vic. Wo ist Vic? Eine Runde. Was? Eine Runde. Das nächste Mal wische ich den Boden mit dir. Wart's ab. Okay, also, wollen wir? Moment, ich will noch zu Vic. Wo ist Vic? Vic, yo, Boy, Homie. Da drüben ist Rhino. Aber ich habe keinen Schimmer, wo Vic sein Zelt aufgeschlagen hat. Anscheinend nirgendwo hier. Na gut. Ah, doch, hier drüben. Vic, 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 Vic. Vic, was machst du denn hier? Was denkst du denn? Ich bin hier, um den Kampf des Jahres zu sehen. Die ganze Stadt redet davon. Enttäusch mich nicht. Hörst du? Alles klar, Vic, ich gebe mein Bestes. Ist das hier der Superstar? Alter, der ist wirklich nur noch eine Maschine. Ich bin bereit. Gut. Meine Damen und Herren, aufgepasst, Night City. Zeit für das Schwergewichtsfinale. Heute treten gegeneinander an. Razor Hughes. Und wie? Großen Applaus. Na los, in eure Ecken. Wie? Hey, wie fühlst du dich so kurz vorm Kampf? Gut, aber meine Knöchel jucken. Ein großes Ego kann in diesem Sport nicht schaden. Aber weißt du, mit Optimismus allein kannst du einen Gegner wie Razor nicht besiegen. Was meinst du? Der Typ ist eine Maschine, buchstäblich. Nanofiber Real Skin, Schockabsorber. Er spürt nicht mal einen Schlag auf den Kopf mit einem Fleischklopfer. Echt aufmunternd. Lass mich ausreden. Er hat eine Schwäche. Vor einer Woche hat er sich Bauchmuskeln austauschen lassen. Die hat sein Körper noch nicht voll integriert. Wenn du ihn da triffst, wird es sehr wehtun. Danke, Vic. Ich werde dran denken. Seid ihr bereit? Auf den Gong! Mach endlich! Los, fangen wir schon an. Alter, der ist ja wirklich ein Monster. Der bessere Schläger. Bam! Gewinnen. 99. Wow. Wow. Alter. Alter, wenn er mich trifft, das zieht fies ab, triff ihn in den Bauch. Du bist ja ein witziger Knilch. Wow. Nur noch ein paar Treffer. Nur noch ein paar Treffer, Dude. Dude.
Er schwebt! Mein Gegner schwebt schon wieder! Oh, wow, 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 wow! Was? Der Kampf ist aus! Der Titel und Preis gehen an Razor Youth, euer Champion! Der hat mich ja nicht mal berührt! Willst du dir als Sandsack was dazu verdienen? Ich könnte dich an die Decke ketten! Beenden, was ich angefangen habe! Der hat mich ja nicht mal berührt! Mir dabei die ganze Zeit dein dummes Gelaber anhören oder hältst du die Klappe? Hey, ruhig, ihr zwei! Der Kampf ist vorbei! Ist jetzt Topo, wirklich vorbei? Hast Glück, dass du noch atmest! Nein, nein, warte mal. Nee, 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 nee. Das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Wir holen uns den Sieg. Ich lade. Alles klar. Los, in den Bau. Schon an. Und schnell. Möge der bessere Schläger gewinnen! So ist gut. 96. Immer schön hier rausziehen. Ja, sein Bauch. Du sagst es so. Easy. Boah, zieht das Ausdauer ab. Wenn er den Move hier macht. Und der hält halt auch tierisch viel aus. Ah, hier niederknüppeln und dann 84. Ich versuche den Bauch zu treffen. Bam. Okay, sei nicht zu gierig, wie. 77. Er glitscht aus der Arena. Achtung, Achtung, Achtung. Jetzt nochmal hier schön den Rücken. Wow, wow, wow. Okay, ich habe wieder ein bisschen Energy. Immer zurück, immer zurück. Geh kein Risiko ein. Er ist schon beinahe bei der Hälfte. Optimistisch bei der Hälfte. Vorsicht. Ja, so ist ganz gut. Wenn ich ihn hier halte, habe ich eine realistische Chance. Hälfte. Halbzeit, wie? Weg, weg, weg. Unter der Hälfte. Nein! Alter, was? Ich gehe voll auf Dodge. Und er kriegt's trotzdem hin. Oh, der war gut. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Dräng ihn in die Ecke rein. Schon. Nein! Was? Oh mein Gott, ich hab gewonnen! Dass ich dich entwischen lasse? Solltest du besser. Glaub kaum, dass du noch mehr Schläge überlebst. Das war nicht das letzte Mal. Wir sehen uns wieder. Morgen. Nächstes Jahr. Irgendwann. Gut, bis dann. Solltest in der Zwischenzeit trainieren. Alter, was ein Fight. Nur der Beste der Besten kann mich schlagen. Ja, natürlich. Red's dir ruhig ein. Wow. Ich hab's geschafft. Das nenn ich Boxen. Vic. Yo, yo, Vic. Gute Arbeit, B. Hat einen guten Trainer in meiner Ecke. Nice, Mann. Den haben wir gegrillt, Freunde. Den haben wir richtig schön gegrillt. Ich glaube, das war jetzt aber auch wirklich der letzte, ne? Ja, ja. Nicht perfekt. Und Razor hat verloren. Ja, Razor hat verloren. Ich bin eine Legende. Eine verdammte Legende. Was machen wir als nächstes? Die Nummer hier wollte ich auch noch durchziehen.
Oh, Razor wird mir oben angezeigt. Habe ich jetzt wieder so einen Bug, dass der permanent hier oben angezeigt wird? Das könnte jetzt gut möglich sein. Warte mal, wie komme ich hier raus? Hier drüben. Wo muss ich hin? Haben wir hier Schnellreisemöglichkeiten? Warte, ich habe wieder das Falsche ausgewählt. Wie ich es immer mache, ne? Und zwar hier, Rebell, Rebell. Nein. Nein. Das hier. Das hier will ich verfolgen. Und das ist schon ein kleines Stückchen, deswegen... Schauen wir mal, ob hier irgendwo eine Schnellreise in der Nähe ist, da hinten. Ich wusste doch, dass hier bei der alten Mall auch noch eine Schnellreise ist. Gut, gehen wir mal hin und machen unser Ding. Ich glaube, hier bin ich am nächsten dran. Ja, Mann, der war schon echt ein Brocken, aber dann auf einmal machen wir diesen ultimativen Power-Move und er wird direkt gebrutzelt. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, dass wir sowas hinbekommen. Alright. Sprich mit dem Obdachlosen. Der freundliche Obdachlose von nebenan. Und dann würde ich auch ganz gerne noch River beenden. Dass wir die River-Mission abschließen. Was haben wir hier? Datenmüll? Datenmüll. Hey, hast du dich verlaufen? Sorry, ich habe keine Karte. Hey, Rick! Hast du eine Karte? Nö, hab mir Kippen draus gedreht. Und du? Wo immer du hin willst, hier bist du falsch. Hast du gehört? Gibt nichts zu sehen. Also schönen Tag noch. Okay, Rick ist sowas wie der Johnny Silverhand für Arme. Lasst euch nicht stören. Bisschen schwer, wenn du uns hier am Arsch hängst. Musst du nicht irgendwo sein? Was ist denn im Aktenkoffer? Was, in dem Scheißteil hier? Wahrscheinlich nichts. Dosen? Oder Flaschen? Wer weiß. Wo habt ihr den her? Sieht ja ein Blinder, dass der einem Konzern gehört. Bist du vom Fundbüro oder sowas? Wenn es nicht deine Angelegenheit ist, mach es nicht dazu. Sowas geht nicht einfach verloren. Da drin werdet ihr nichts außer Ärger finden. Wir haben ihn gefunden. Wirklich. Wie du meinst. Aber glaub mir, diejenigen, die danach suchen, werden keine Fragen stellen. Worauf wartest du? Gib ihn ihm! Glaub mir, du wirst das Teil eh nicht aufkriegen. Das werden wir ja sehen. Wo habt ihr ihn gefunden? Ich fragte, wo? In den Müllcontainern, da drüben! Oh, scheiße, Josh! Hör zu, wir waren das nicht, okay? Der Penner war schon tot. Ehrlich. Was, im Ernst? Und ich dachte, ihr werdet voll die erstklassigen Söldner. Verzieht euch. Okay, nehm ihn ruhig. Bleib einfach mal locker, ja? Na los, verzieh dich. Okay, was haben wir hier? Eigentlich ziemlich easy. Sesam, öffne dich. Okay, eine Datei. Sieh an, was haben wir denn hier? Er hat ihn geöffnet. Echt? Du konntest echt nicht das Maul halten, oder? Okay, bringt mir das irgendwas? Eine Vorladung? Nie wieder gelöscht, gelöscht? Night City Dating. Golden God 215. Okay. Jungs, Finger weg von dem Teil, ja? Absturzort. Krass, krass, krass. Was für ein Kampf. Was für eine Show. Du bist eine Legende, wie. Danke. Ey, Coach. Für dich alles. Hombre. Amigo. Brzezinski. Für dich doch alles. Was ist hier los? Sind das Bullen? Sind keine Bullen, oder? Ich hol mal meine Klingen raus. Wir haben es mit einem Terroristen zu tun. Pass auf! Mit dem Terroristen? Hat mich angegriffen. Naja, ich war rein zufällig hier. Ihr seht so aus, als hättet ihr irgendwas zu verbergen. Ich räume auf und mache euch fertig. Schieß! Dankeschön. Alter, die Klingen sind so dämonisch, ne?
Diese Klingen sind so verdammt dämonisch. Da kriegst du einen Stippi in der Hose. Großer Fehler, mich zu berühren, Kumpel. Das geht nie gut aus, mich zu berühren. Ganz, ganz großer Fehler. Ich bin so ein bisschen wie Rick aus Rick and Morty, nicht der Obdachlose. Nicht der Obdachlose. Keiner will so sein wie der Obdachlose Rick. Alter, Predator-Style. Geil, Mann, ne? So, danke schön. Klingen mal wieder nach vorne gebracht. This is what I like, my friend. This is what I like. Wahrscheinlich bin ich bald auch wieder randvoll. Okay. Und schon... Hey, Sponge. Hi, SpongeBob. Und schon habe ich wieder jede Menge Kram geerntet. Mission abgeschlossen. Bums, nicht die Karte. Inventar. Ich muss den ganzen Kram hier auf jeden Fall loswerden. Oh, du machst gut Damage. Powersturmgewehr. Hm. Ich mag die Powersturmflinte nicht so gerne. Alles klar. Und schon sind wir den ganzen Mull direkt los. Walk? Walk? Gnade! Gnade! Ja, raus mit dir, du Schlumpf. Mit deinem Telekom-Mobil. Du hast auf meinen Straßen nichts verloren. Okay, was ist los hier mit diesem geheimnisvollen Hobo-Koffer? Wow, wow, oi, oi, oi. Wo muss ich hin? Okay, this way. Sorry. I'm so sorry. War das hier eben gerade Polizei? Habe ich nicht eben gerade einen Bullen gerammt? Ich bin mir leider nicht so ganz sicher, was ich dir eben gerade gerammt habe. Könnte ein Bulle gewesen sein. Oder vielleicht auch nicht. Alright, alright. Mach wieder experimentelle Abkürzung. Landeplatz. Ach. Kommen wir zu diesem Flughafen. Den wir schon mal gesehen haben. Warte mal, ich muss hier drüben fahren. That's the right way. Überfall im Gange. Ja, ich kann ja nicht alles machen, ja? Ich bin auch kein Wundermensch, der alles machen kann und jeden retten kann. Das ist ein Geländewagen. Haben wir Gesellschaft? Gute Nacht, Johnny. Ui. Ui. Das sah sehr unschön aus, dein Tod. Alter, ich habe seine Knarre hier genommen. Und die ist nice. Die ist echt nice. Au, au, au. Ja, okay, okay, ich hab's verstanden. Alter, der Arm ist voll weggeflogen. Ich wollte eigentlich gar nicht seine Knarre nehmen. Ich bin irgendwie so reingerutscht. Aber die ist ganz nett. Auch wenn wir dafür leider keine Munition haben. Sehr, sehr böse. Hat er noch Halt gerufen? Tja, mein Freund... Leider zu spät. Nicht die Karte. Warum lande ich da unten in der Karte? Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. So. Der Moment der Wahrheit. Was ist das? Was zum Teufel ist das? Das, wonach es aussieht. Brancesi 2021. Ohne Titel, Nummer 18. Öl auf Leinwand. Perlen vor die Säue. Echt, ey. Sieh an. Johnny Silverhand, der Kunstkenner.
Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Eine Ex von mir hat gemalt. Vollpsycho, wie alle von denen. Aber was die mit meinem Pinsel gemacht hat, oh, nicht in Worte zu fassen. Bitte, versuch's erst gar nicht. Aber was hatte das auf dem Mond zu suchen? Was wohl? Irgendeine Bonze hat ihn sich an die Wand gehängt. Der halbe Louvre schwebt irgendwo im All. Warst du jemals da? Mit dem Kleingeld, das ich mit meinem Rumgejaule verdient habe? Träum weiter. Egal, lass uns abhauen, bevor Köpfe rollen. Was das Gemälde angeht, die Käufer werden in 0, nichts Schlange stehen. Also bin ich jetzt offiziell reich, aber wo kann ich das Ding verkaufen? Wo kann ich das Ding hier verchecken? Ich bin reich. Aber was bringt es mir, wenn ich es nicht verkaufen kann, ha? Huh? Oder nicht weiß, wo. Tja, einfach mal so ein Gemälde erobert. Kann man anscheinend machen, Freunde. Wer weiß, was auf dich wartet. Okay, jetzt will ich noch wissen, was da hinten auf mich wartet. Und dann schauen wir mal, dass wir River besuchen. Ist der nicht auch irgendwo hier draußen? Der alte River? Das sieht aus wie ein Lager von fiesen Boys. Und, sind da fiese Boys? Wie? Ich hab da was Ungewöhnliches für dich. Du musst Trevor Press Leiche zur angefügten Adresse bringen. Der Junge wurde von Raves umgebracht. Trevors Eltern wollen ihren Sohn begraben und können es nicht. Aber du kannst ihn nach Hause bringen. Alle nötigen Infos sind anbei. Ich bin beinahe explodiert. Lady. So. Findet Trevors Leiche. Bin ich denn da schon wieder reingerutscht? Bist du fünf oder was? Bin ich fünf oder was? Was ist das für Sprüche hier, Jungs? Achtung. So verdammt easy. 5000 Damage. Wahnsinn, ne? Schnauze. Oh nein, 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 nein. Säure, Säure, Säure. Alter, was ist das hier für einer? Oh mein Gott, er hat irgendeinen Anfall. Ich erlöse ihn. Ich erlöse ihn von seinen Qualen. Der arme Bu. Flippt hier durch die Gegend, als gäbe es keinen Morgen mehr. So, gib mir mal hier die ganzen Sachen. Heilung ist immer gut. Dankeschön. Dankeschön. Okay, kleiner Mann. Wo ist deine Leiche? Boah, ich bin schon wieder randvoll. Ich bin schon wieder randvoll. Ich habe echt zu viel Kram. Ich bin ein Magnet dafür. Powershot-Flinte. Uff, die macht richtig böse Damage. Gut, da wurde jemand abgelöst. 302, 313. Spongeman. Skippy. Ist bereit für ein bisschen Partei? Spüren Sie es, Mr. Krabs? Spüren Sie es? Oh, was haben wir denn hier? Eine Jacke gefunden. Spüren Sie es, Mr. Krabs? Spüren Sie es? Danke, Chumba. Okay, jetzt muss ich nur noch die Leiche finden. Zwischen all dem Müll. Neuer Helm, bisschen Muni hier noch. Schauen wir nochmal ganz kurz hier rein, ob es hier irgendwas Spannendes gibt. Kies, du hast was super Wichtiges übersehen. Jetzt, das Spiel ist undurchspielbar für dich. Ich weiß das. Onkel Yusuf. Onkel Yusuf. Hier ist jemand. Aufheben. Bist das
du, den ich brauche? Anscheinend. Kann ich ihn hier nicht ein bisschen auf den Grill werfen? Dann wird er schön warm. Kommt denn jemand abholen? Ah, hier vorne. Dakota Smith. Die gute alte Dakota Smith. Okay, pack ihn hinten rein. Zeit, ja, nach Hause, Johnny, zu gehen. Ja, Johnny, mein Freund. Hey. Dank dir können Trevors Eltern endlich ihren Sohn beerdigen. Ich bin dir echt dankbar. Auftrag erledigt. Auftrag erledigt. Das ist cool. Ich gehe ins Journal und mache jetzt die Mission mit River. Panam. Alles gut. Aber wo ist die River-Mission, damit wir die jetzt wirklich mal weg haben? Und dafür müssen wir ganz hier oben hin. Ich dachte, der wäre näher. Oh, ich sehe gerade, aber die Folge ist auch schon wieder rum. Meine Güte. Aber hey, wir sind Champion geworden. Wir sind der Profi-Fister schlechthin. Jetzt machen wir die River-Nummer, dann machen wir die Panem-Nummer, dann machen wir die Judy-Nummer. Wir ziehen alles durch. Hier werdet ihr alles sehen, was ich aus dem Spiel eben so rauskitzeln kann. Wie immer, eine Bewertung dalassen, beim nächsten Mal wieder einschalten. Danke fürs Zusehen und tschüss!